Guten Tag. Hier ein klassischer Luftgekühlter in einer seltenen Ausführung und seltenen Farbkombi. Zwei verschiedene Farben. Ja, und Handbremse anziehen. Ein 1990er Porsche 911 Targa. Das ist die Baureihe 964, die vorletzte Baureihe mit wassergekühlten Motoren, produziert von eigentlich 89 bis 94. Und das hier ist Saturnrad, also Seidenrot, das ist ein Hellrot, Metallic. Fahrzeug ist im Erstlack, ist ja sehr beliebt beim Käufer, wenn das Fahrzeug noch im Erstlack ist, hat abhängig vom Alter natürlich auch mal Nachteile. Schön originales, unmodifiziertes Fahrzeug. Kurzer Blick auf den Marker Ihres Vertrauens. Das Fahrzeug wurde in Kalifornien unabhängig vorinspiziert und als gut befunden. Schauen wir vielleicht kurz auf den Motor. Der 964 bringt mit seinem 3,6 Liter Boxermotor 250 PS auf den Prüfstand. Das Fahrzeug hat einen Clean Carfax. Schön auch zu sehen, dass der Vorbesitzer Mitglied war des Porsche Clubs of America, Abteilung Orange Coast, das ist Orange County. Eine Gegend, die bestückt ist mit viel Geld. In sehr hellgraues Leder mit selbigen Piping, Fußmatten, selbst ein Blaupunktradio ist noch da. Wunderschön mit Kassette, wer noch Kassetten hat. Laufleistung sehr überschaubar für ein Auto, das 26 Jahre alt ist, 77.000 Meilen. Da liegen wir also so bei 130.000 Kilometer, etwas drunter. Targa-Dach macht auch einen guten Eindruck. Wie erwähnt, Handschalter. Es gab ja schon damals Tiptronic für diese Fahrzeuge. Aber beim europäischen Käufer ist das doch beliebter. Das Fahrzeug kommt auch komplett dokumentiert mit allen Serviceunterlagen und Handbüchern separat verpackt vom Vorbesitzer für unseren deutschen Käufer. Schauen wir noch kurz in den Kofferraum. Seidenrot. Interessante Farbe. Auch hier der Original Optionsticker unter der Motorhaube. Immer ein gutes Zeichen für ein gepflegtes Fahrzeug. Und unten finden wir auch noch Werkzeug, Ersatzrad und ein paar Teile, die der Vorbesitzer freundlicherweise beigelegt hat. Der Vorbesitzer hat auch noch ein paar andere Porsches und entledigte sich dieses 964, um sich was anderes anschaffen zu können. Ein Fahrzeug mit sehr hohem Wertpotenzial oder Wertsteigerungspotenzial, da vom 964 Targa sehr wenige Fahrzeuge produziert worden sind. Und wir glauben, dass unser Kunde dort einen guten Griff gemacht hat mit Schoner Autobrokers, die ihm hier aus Fort Lauderdale, Florida, allzeit gute Fahrt wünschen und viel, viel Vergnügen mit diesem 964 Targa. Da wir uns jetzt hier bei unserem deutschen Verschiffungsfahrer befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Dort wird es fachgerecht im Container verpackt und geht dann auf seine Reise nach Bremerhaven und dort in die Homologation und schließlich zum Endkunden. Vielen Dank und auf Wiedersehen.